heute. Jetzt das letzte Aufbäumen vorm Umzug. Ja, also hier ist schon echt großes Chaos in der Butze. Und ich wollte halt nochmal sagen, ich lebe noch und wundert euch nicht, ich bin bald wieder aktiver da auf YouTube und Bilder posten und sowas und auch in den Foren. Und ja, da kommen ich habe ganz tolle Ideen für die Zukunft, weil ich ziehe ja jetzt in die Eifel, habe ich ja nicht. Und da kann ich erstens super gut wandern, zweitens kann ich da super gut wandern und drittens, es ist da ziemlich ruhig und da freue ich mich schon riesig drauf. So, ich habe von dem Marco Waldkind, habe ich mein VA mitgemacht und was gewonnen. Da freue ich mich natürlich schon drauf, das dann auch benutzen zu können. Also so ein kleines Frühstück habe ich da bekommen und einen Kienspan. So. Ja, den werde ich dann natürlich in allen Ehren halten und bei meiner ersten Tour kommt das dann mit. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich hatte noch nie so eine komische, fertige Nahrung zum Trecken, sondern habe immer so ein Brot gepackt und also alles mehr so selbst gemacht. Und das ist halt optimiert auf, ich denke mal, auf ganz viele Kalorien, dass man auch wirklich den ganzen Tag durchhält. Gerade zum Frühstück braucht man ja relativ viel Kalorien. Ja, also das hatte ich gewonnen von Marco. Ich verlinke ihn euch auch unten nochmal. Schaut euch seinen Kanal an. Das ist ganz nett. Und ich hoffe, ich kann euch in Zukunft ein paar schöne neue Videos bringen. Ich habe jetzt das Kaströmlers Feld noch bekommen. Das Woodlore, da habe ich ja auch noch das Video offen, was ich euch gerne mal zeigen wollte. Das Fazit vom Joker kommt auch noch. So, alles ein bisschen nach hinten geraten jetzt durch den Umzug. Und ja, ich habe noch so ein paar andere Ideen. Polnisches Lavo im Herbst und all so ein Kram. Jetzt Ende Juni ist erstmal Brexbach-Teiltreffen. Vielleicht kommen da ja auch einige von euch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr da mitmachen wollt. Könnt das relativ spontan machen. Oh je. Und ja, also sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr Bock habt. Dann trage ich euch auf die Liste und vor Ort könnt ihr mir dann irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder sowas bezahlen. Dann ist der Platz dann auch bezahlt und so ein bisschen die Umlagen für Holz und so. So, also macht's mal gut. Nächstes Wochenende, beziehungsweise ich weiß ja jetzt nicht, wann ich das hochlade. Also jetzt in einer Woche ist im Prinzip der Umzug. Und ja, danach ist alles offen. Da werde ich mich erstmal entspannen, werde erstmal die Wohnung fertig machen und dann geht's raus in die Natur. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Macht's gut. Ciao.